Willkommen zurück zu einer weiteren Arena-Runde in Borderlands 2 mit Patrick. Der hallo. Grüßt. Ja, man hat es gesehen mit dem Arm so. Hallo. Okay. So, dann wollen wir gleich weitermachen. Wir sind ja jetzt erst bei Runde 4. So. Gleich Gas geben. Gleich ausspucken. Ja. 5, 4, 3, 2. Och ne, das sind wieder diese unsichtbaren Peoples. Jawohl, Geschütz, gib Gas. Knall sie alle weg. So. Ding, geht's jetzt zum Level Up, großer. Danke, halt die hoch. Ja, ich hatte schon letzte Folge. Oh, nicht. Oh Gott, ich nicht. Format in vielen internationalen Gewässern, alles legal. Ja, alles legal. Kam da nicht immer noch so ein großer? Ja. Nee, hä? Ist auch nur ein Tentakel gewesen. Den hier? Ja, genau, den. Aua, da hat er aber ganz schön reingehauen. Bis Säure, keine Munition mehr. Warum stirbt er denn nicht? Ach jetzt, wow. Da hinten ist da noch irgendjemand. Versteckt er sich hier? Deine Kriepel. Das könnte der Beginn von etwas Spitzenmäßigem sein. Ach Mensch, ihr nervt, wenn ihr unsichtbar seid. Friss das oder auch nicht. Das ist die halbe Miete, Baby. So. Die halbe Miete. Von den Target-Dings. Auf meinen Befehl! So. Grill. Hähnchen. Aua. Alter, ich glaube, ich habe heute einen Knick in der Optik. Ich muss mich kurz ein bisschen verrecken lassen mit meinen Waffen. Jawoll, ja. Leichenpflaster in ihren Weg. Na, dann lassen wir mal pflastern. Prozess geschafft! Das ist dasselbe wie gesagt, aber. Oh Mann. Zeit zu sterben! Ah, ich wurde zugeschleimt, ich sehe nichts mehr. Gleich bist du fertig! Kämpf, kämpf, kämpf! Ja, die Königin easy. Ich liebe mein Geschütz. Du hast es geschafft, Scheiße, Mann! Du hast es geschafft! Na, Scheiße, Mann, sagt man nicht. Okay, ihr sollt vielleicht mal dort oben drauf stehen bleiben mit. Wo? Auf die Plattform. Also hier. Okay, ich warum? Ich bin da zum Rumgerannt. Ich bin jetzt nicht so oft aus hier in den Lock geworden, wenn überhaupt. Ja, Plattform kann ich halt beste Position für mein Geschütz, ne?
Deswegen bleibe ich eigentlich da größtenteils stehen. Herzlich willkommen, Kunde. So. Hey, hat Moxie irgendwas über mich gesagt? Letzte Runde. Raketenwerfer kriegen wir wieder. Blau. Hm. Vergesst dein Level ab nicht. Stimmt, rette ich dir dein Leben. Ja, mach. Du bist doch Organspender, oder? Genau, Patrick, bist du nicht Organspender? Keine Gewährleistung, halb tot? Ah, oh, das kriege ich wieder. Leb wohl, mein Freund. So. Alle Waffen nochmal nachladen. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit mit Brandschaden-Sniper schießen sollen, am besten. Hätte mir Schaden gemacht. Nein, stattdessen laufe ich hier mit 90% Säure rum. Was läufst du mit 90% Säure rum? So geht's auch. Eins! Auf sie! Feuerschutz! Ganz ehrlich, jetzt wo ich das Ding hab, kommen die mit Panzerung an, oder was? Weiter so, Geschütz! Die Fetten haben immer Panzerung, wirklich hat. Oh yeah! So. Ich! So, du Alpha Skeck. Au! Dann gib mir mal meine Rifle hier! Wo ist meine Rifle? Da! Shit, ich habe keine Granaten gekauft, sehe ich gerade. Ich liebe mein Geschütz. Das Tierschutzgesetz gilt nicht, wenn die Biester dich umbringen wollen. Zeit für Roboter-Action! Oh, oh, oh. So ist gut, Junge. Ja, genau, so ist gut. Terminiert. Den hast du aber in die Luft gejagt. Er hat auf sein Death Trap geschossen. Mensch, der stirbt doch nicht. Der arbeitet für uns. So. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Na komm, mein Geschütz steht noch. Ah, da kommt wieder so ein Wurm. Was für eine Schweinerei. Was für eine Schweinerei, ja. Ein weiterer Geschützkrieg. Ihr werdet alle krepieren. Die Ordnung poliert ihnen die Fresse. Da schmeißt er mich sonst wohin hier. Oh, wurde ich schon wieder voll gesabbert von was? Aua. Ich sehe nichts mehr. Irgendjemand sabbert mich hier immer voll. Ach, da bist du. Du Sabberhannes. Ich muss Munition sammeln hier ein bisschen. Ne, ich brauch Schild. Hör auf mich anzugreifen. Muss doch nachladen.
Also der Granatenschaden ist echt schon mega. Oh, keine Munition mehr. Nächste Waffe. Ja, wow, mit einer Feuersniper auf dem Feuertierchen. Bessere Idee hatte ich jetzt auch nicht, oder? Ich finde deine Waffe immer so cool. Na? Das war das. Das war das. Nur noch ein bisschen. Du schaffst das. Aua. Wow. Oh Gott. Und ich bin gerade tot. Oh schön. Wow. Kleines Grundreifen noch. Ich hab keine Granaten mehr. Ja, ich hab das Kind schon erschwert. Oh. Ah, shit. Ich sehe überhaupt nichts. Bei mir brennt alles. So, jawohl. Wo bist du? Ja, komm, 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 komm. Na Gott. Oh ne! Du hast 1000 für mich verdient. Alter. Oh, das war jetzt auch noch knapp geworden. Da wo ich oben, dann hat's mich ausgenockt, ey. Boah, hier hinten liegt auch nochmal Iridium. Uiuiui. Ui, ui. Ich bin ja jetzt mal echt auf den Raketenwerfer gespannt, Alter. Wenn der jetzt nicht das Nonplusultra ist, dann weiß ich auch nicht. Müll. Nonplus ja auch nicht. Nonplus gar nicht, ja, das könnte sein. Aber ich muss mir Slots für Raketen holen. Also so eine Erweiterung. Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Haben wir Tierschutz fertig? Müssen wir auch noch abgeben. So, jo. Jetzt bin ich mal gespannt. Milch frei? Aber 8520 Schaden. Magazingröße 3. Aber Milch frei? Okay. Ja, mal gespannt. Also mal milchfrei. Oh Gott. Wer weiß, was da für ein Scheiß kommt. Jeder will mal gucken. Das ist so eine Moxie-Waffe. Ja, und was macht jetzt die Moxie-Waffe anders? Gibt er jetzt keinen. Das ist ein ganz normaler Raketenwerfer, das ist jetzt nichts Neues. Also. Vielleicht sieht man so rasante Gegner. Es ist ein guter Tag voller Möglichkeiten. Gut, ist aber deutlich besser als mollig warm. Das heißt, ich werde mollig warm jetzt wegpacken. Die Pistole sieht zwar geil aus, ist aber. Zeig mir ein paar grüne Pfeile. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Oh, ich habe hier noch zwei Skins. Tapferer Soldat. Okay. Oh, gespannt. Drei sogar. Wir haben immer geöffnet. Kopf freigeschaltet, Skin freigeschaltet. Ja. 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 Tag für den Kapitalismus. So. Und diesmal nicht vergessen, Granaten nachzukaufen. Danke für die Kohle. Möge es dich auf die deine Spenderorgane bitte. Leb wohl, mein Freund. So. Oh. Ich hab mal ein neues Schild.
Gut, jetzt hätten wir noch die dichterische Freiheit, aber das andere ist Abschluss bei Mordecai. Mordecai-sar. Mordecai-sar. Murukai. Murukai. Mordecai. 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 So, konnte man nicht hier. Oh. Was war jetzt? Ich hab keine Ahnung. Komm, lad nach. Ja, jetzt sind hier alle Gegner wieder da. Dann müssen wir an die Seite zurück, denke ich mal. Ja, irgendwie ein Portpunkt. Nee, können wir nicht hier vorne an? Da, wo wir den Dings hatten, da war doch auch nochmal ein Porter. Das wäre doch kürzer, als wenn wir jetzt den ganzen Weg nach hinten ablatschen. Also da, wo wir Bloodwing getötet hatten. Aber einfach durchlaufen? Na komm, ein paar Gegner kannst du unterwegs wegknallen, oder? Kriegst du es hin? Okay. hab meins getan. Warte, ich will auch mal ausprobieren unterwegs. Den hier müssen wir sowieso machen. Oder? Dass uns die Tür da hinten gar nicht aufgeht. Weiter so geschützt. Ah. Bitte. Wow. Mit Schilden. Aber wie kriegen wir jetzt hier die Tür auf? Da warten, bis der Dings rankommt. Der Richter, das Haar schießt doch oben. Wenn wir Leute runter. Ey! Ey, da ist wieder so eine. Noch so, wollte ich gerade sagen, noch so eine Kiste. Das ist ein Badass. Das wollen wir hier noch. Da ist wieder ein Badass. Hier kommt eine Überraschung! Au, oh, von hinten, du feige Ratte. Ich hab mich gerade umgedreht. Okay. So, darf ich jetzt an den Schilden hier gucken? Nee, nee, nee. Ja, die Farben sind hübsch. Also für mich ist da jetzt keins bei. Oh, Digga, du lässt das Iridium hier einfach so Freiraum liegen? Was ist mit dir los? Ich lach noch eine Schrotflinte. Die was besser war. Ja gut, dann nehme ich den Müll hier mit. Müll mitgenommen. Du schmeißt schon wieder mit deinen Schrotflinten nach mir, ich hab's gesehen. Ja, ich muss die austesten. Die ist besser als die... epische, sag ich jetzt einfach mal. Ah ne, hier müssen wir durch, ne? Jo. Knallfrost raus! Geschütz wird aufgestellt! Immer Feste drauf! Hier kommt eine Überraschung! Ich finde die Granaten irgendwie mega cool. Dingy, wo bist du eigentlich? Ich sagte, ein paar Gegner töten. Weil du da hinten immer noch weiter rumfightest, deswegen, ich hab da nur mein Geschütz gestellt. Also, ich frag ruhig laufen, dann würde das nicht zu ein paar Gegner töten werden. Also ich finde die Rakete extrem heavy. Was mach hier durch? Laut Karte soll es hier durchgehen. Ich finde den Raketenwerfer geil. Das ist gut. Die Tür muss erst aufgemacht werden. Außer sie
haben vorher einen Hyperion-Techniker verständigt. Vorzugsweise einen mit Kamera. Oh, shit. Das war ein bisschen zu nah. Boom. Feind unter Beschuss? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Da. Was denn jetzt? Was? Ich mag den Raketenwerfer. Ich hab bloß gleich keine Muni mehr. Meine ist schon leer. Batz! 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 Nachladen. Du sollst dich nicht selbst töten, Patrick. Keine Muni. Wow, alle Waffen leer, oder was? Ne? Nee, den Poppen können wir nicht. Stern für mich. Tschüss, Patrick. Ah, schade. Vielleicht wirst du mich nicht los. Nein! Und welche erhabenen Kreaturen die umgeben sind. Machen sie sich nicht bewusst, dass diese sie überleben werden. Weil sie nicht doch etwas außergewöhnlich. Na, dann gleich durch hier. Ne, das war ja gar nicht kürzer. Ich dachte, hier hinten war ein Portpunkt. Ach man. Ne, doch, ein bisschen kürzer, kann man sagen. Ja. Bisschen kürzer? Ja. Bis zum nächsten Port. Flugzeugangriff. Wir werden angegriffen. Flugzeuge. Ja, das sind Flugzeuge. Oder Drohnen, oder keine Ahnung, wir werden angegriffen. Tod durch Robert! Geschütz aufschmeißen! Beschütze uns! Und wir laufen durch! Noch ein Skype für das. Ey, ich krieg richtig, richtig schön Laufspeed, ey. Wenn das Geschütz für mich gilt. Kommst du überhaupt noch hinterher? Nö. Yay, wir kriegen immer noch ein EB. Digga, die folgen uns. Das gibt's nicht. Wo ist er jetzt? Aua, hör auf mich! Die stehen da oben! Die schießen von da oben! Hier, friss Granate! Das gefällt dir nicht, ne? Blöd, Mann, du! So, jetzt kann ich porten. Motto des Tages, immer mit der Ruhe. Okay, du hast abgebrochen. Ja. Na gut, dann muss ich ja auch... Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Beehre mich bald so, wieder. Einmal alles durchkaufen. Wundervoll. Schrott weg. Zack, zack, zack. Und fertig. Können wir? Können. Let's go. Kuckuck. Ja, ich will mich wenigstens jetzt noch die Quest abgeben. Jo. Da haben wir ja schon wieder eine Folge zusammen. Nee, zum Glück nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht jetzt, aber 100. Nächste Hauptquest, denke ich mal. War ja jetzt keine Hauptquest. Nee, doch, eine Nebenquest war bei der Hauptquest noch dabei. Bei dem Gebiet, denke ich. Du musst nichts für mich tun. Ach nee, halt, falsch. Jetzt wollte ich das bei Tennis abgeben. Das ist ja bei dir. So, befreie die gefolterten Kreaturen aus der Wildfire Explorer Reserve. Jetzt, da er weiß, dass die Angestellten des Wildfire Explorer Reserve unter markerschütternden Schreien krepiert sind, sind Marcus etwas ruhiger schlafen können. Okay. Das ist erst der Anfang.
Jeder Hyperion-Drecksack wird für Bloodwing büßen. Jeder Einzelne. Okay. Ich sterbe höchstens selten. Ich hatte mit dem Widerstand nicht viel am Hut. Infos liefern, Geld kassieren. Das ist jetzt anders. Jetzt geht's um alles oder nichts. Okay, jetzt haben wir noch eine Nebenquest. Und, ist das Sniper was für dich? Man, ihr hört halt einen übelsten Zoom. Naja. Ich glaube, das ist von den selber die Sniper, würde ich sagen, fast. Ja, aber ich würde. Also ich brauche die nicht ausprobieren. Ich sehe schon die Munition, das gefällt mir jetzt schon wieder nicht. Und ich höre, wie du damit schießt. So, hier nochmal. Freiräumen. Oh, guck mal hier. War doch eine gute Idee. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle erstmal den kleinen Cut. Wir räumen jetzt hier noch alles aus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.